Jedes Mal, wenn ich Schaden bekomme, wird Minecraft realistischer. Und wir sind auch schon im Geschehen drin, Freunde. Wir sehen, so sieht Minecraft aktuell aus. Wir haben keine Texturen, kein gar nichts. Aber wenn ihr einen Like da lässt, wird Minecraft automatisch realistischer. Oh Gott, Leute, ey, nee, Moment. Nicht übertreiben, nicht übertreiben. Das ist schon viel zu realistisch. Nicht so liken, Leute. So, aber ich würde sagen, wir fangen einfach mal sofort an. Ich habe doch jetzt nicht wirklich Schaden bekommen. Wovon habe ich einen Schaden bekommen? Okay, wie auch immer das passieren konnte. Aber wir sehen, lol, ich war auf einem Baum drauf? Okay, Leute, okay, das ist super lost. Aber kein Problem. Gerade hatten wir keine Texturen. Das war quasi der Start. Und wir sehen, lol, ich habe jetzt nicht mal eine Abbautextur. Also es wird super, super krass heute. Wir verändern natürlich nicht nur die Texturen, sondern wir werden auch coole Mods hinzufügen. Deshalb bleibt unbedingt bis zum Ende des Videos dran. Ich versuche natürlich möglichst lange keinen Schaden zu bekommen, damit ja, wir auch das Ganze ein bisschen interessanter gestalten. Aber wie gesagt, das hier ist ein 1x1 Texture Pack. Und das Besondere ist, wir sehen, wir haben keine Texturen, kein gar nichts. Irgendwie hat alles nur eine Farbe. Und genau, das ist zum Beispiel der Crafting Table. Sieht irgendwie genauso aus wie hier vorne der Baum. Aber okay, wir machen uns mal Sticks. Und das hier sind Sticks. Sieht überhaupt nicht so aus. So, das hier ist jetzt eine Spitzhacke. Ach, ich muss das so... Das ist eine Spitzhacke, Leute. Das ist doch keine Spitzhacke. Also bitte. Okay, aber jetzt muss ich zusehen, dass ich da irgendwie runterkomme, damit ich mit dieser Spitzhacke... Ich kann einfach nicht glauben, dass das eine Spitzhacke sein soll, aber dass ich tatsächlich mit dieser Spitzhacke das Ganze einfach mal abbaue. So, deswegen gehe ich jetzt hier mal nach unten und, wie gesagt, möglichst ohne Schaden zu bekommen. Das sollte noch funktionieren, genau. Und wir bauen jetzt nämlich Steine ab. Hungerbalken und Leben können wir auf jeden Fall ganz gut erkennen. Das sollte kein Problem sein. Und ich würde sagen, wir nutzen nochmal schnell die Möglichkeit, um uns auch irgendwie nochmal Essen zu holen. So, das hier sind Sticks. Das hier ist eine Steinspitzhacke. Die brauchen wir zwar, aber ich wollte mir eigentlich was anderes machen. Ich wollte mir eigentlich nämlich diese wunderschöne Axt machen. So, das ist die Steinaxt und Steinspitzhacke. Sieht für mich beides... Wo ist... Ah! Wo ist denn meine... Moment mal ganz kurz. Hä? Ich habe beides gedroppt, aber irgendwie... Okay, irgendwie wird... Seht ihr das? Wenn ich beide Sachen wegwerfe... Ach, jetzt funktioniert's. Hä? Okay, keine Ahnung, was los war, Freunde. Aber ihr habt's gesehen. Beide Sachen sahen irgendwie gleich aus. So, das heißt, das baue ich jetzt mit der Steinaxt ab. Und wir suchen uns nochmal ganz schnell ein bisschen was zu essen. Weil, wenn wir in die Mine reingehen, dann wäre es auf jeden Fall von Vorteil, wenn wir ein bisschen was zu essen haben. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie sehen Schafe aus, wie sehen andere Tiere aus und so weiter und so fort. Ah, okay, das sind Schweine. Erkennt man auf jeden Fall. Oh Gott, RIP Schweini auf jeden Fall. So, aber es scheint auf jeden Fall zu funktionieren. Hä, kann ich die Mobs so schwierig treffen? Das hier ist übrigens Fleisch, das haben wir schon mal gesehen. Rohes Fleisch haben wir am Start. Und ich denke mal, das sollte jetzt auch eigentlich jeden Moment ausreichen. 7 Fleisch haben wir einfach mal. Natürlich versuche ich möglichst lange keinen Schaden zu bekommen. Aber, ja, natürlich ist es auch gar nicht so einfach. So, hier nochmal eine Kuh. Können wir auch nochmal schlagen. Und dann würde ich sagen, können wir uns jetzt eigentlich schon bereit machen, um in eine Mine zu kommen. Wäre natürlich perfekt, wenn jetzt hier irgendwie noch so ein schönes Villager-Dorf in der Nähe gewesen wäre. Ist leider nicht der Fall. Ach, wir brauchen auf jeden Fall auch noch Holz, fällt mir gerade ein. Weil ohne Holz in die Mine, das funktioniert in der Regel auf jeden Fall nicht so gut. Deswegen besorge ich jetzt nochmal ein bisschen Holz hier. Ich denke mal so 20, 30 Holz oder so sollte eigentlich ausreichen. Theoretisch könnten wir auch noch nebenbei... Ah, nee, wir können es nicht machen. Ich wollte nämlich sagen, wir können theoretisch schon nebenbei das Fleisch im Ofen durchbrennen lassen. Aber das funktioniert leider nicht, weil wir keinen Stein haben, sondern... Och, Junge, bin ich dumm. Okay, weiter geht's. Ja, so sieht unser Minecraft nämlich jetzt aus. Und hier erkenne ich auf jeden Fall schon deutlich mehr. Oh nein, da ist ein... Oh nein, 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 du bleibst weg. Du bleibst weg, du Mini-Zombie. Die sind immer super schnell. Ich gehe jetzt ein bisschen weg. So, von der Seite so angreifen. So, ja, von der Seite funktioniert das ganz gut.
Oh, Gott sei Dank gestorben. Okay, ich hatte schon ein bisschen Angst, dass ich jetzt sofort von diesem Mini-Zombie angegriffen werde oder getroffen werde sogar. Das wäre noch schlimmer. Aber hat ja alles super funktioniert. Deshalb würde ich sagen, wir machen uns erstmal, genau, einen Ofen wollten wir uns machen. So, jetzt können wir nämlich auch die Sachen erkennen, die Blöcke erkennen. Und gleich wird es auf jeden Fall sehr, sehr krass, das kann ich euch jetzt schon sagen. Es wird eine super kranke Mod dazukommen. Deswegen, Freunde, seid gespannt und bleibt dran. Und lasst natürlich wie immer einen Daumen nach oben da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und das ist Andesite. Moment mal ganz kurz, wir bauen gar keinen Cobblestone ab. Das ist Andesite. Okay, das hier ist Cobblestone, also Steine. So, und das hier ist der Ofen. Okay. Und das hier können wir dann jetzt reintun. Ah, ich bräuchte eigentlich Kohle. Das ist jetzt natürlich doof, ne? Haben wir hier irgendwo noch Kohle? Sehe ich leider nicht. Das ist echt ärgerlich. Und tatsächlich sehen die Blöcke doch anders aus, jetzt wo ich mir es anschaue. Das hier ist... Ah, okay, okay, okay. Das ist mir gerade gar nicht aufgefallen, aber das hier ist ein anderer Block als dieser hier. Das sind wirklich super kleine Details. Und ich sehe auch, hier haben wir tatsächlich Kohle. Dann würde ich sagen, bauen wir die Kohle einfach mal ab und packen sie jetzt mal in den Ofen, weil so langsam knurrt auch schon der Magen. Wir sehen, ja, Hungerbalken sagen... Was mache ich da? Hungerbalken sagen auf jeden Fall so langsam Adieu. Und dementsprechend, weiß nicht, sollte ich mal ein bisschen was zu essen bekommen. Und kein rohes Fleisch, das sage ich euch jetzt schon. Okay, wir können hier noch ein bisschen Fackeln sammeln, beziehungsweise Kohle sammeln. Für Fackeln brauchen wir so oder so. Da führt kein Weg dran vorbei. So, und jetzt haben wir 8 Kohle, 9 Kohle. Ja, ist schon mal ganz gut, weil wie gesagt, in die Mine, so ohne Fackeln, das funktioniert eher schlecht. Okay, so, dann hole ich mir ganz schnell einmal Essen ab. Und warum gehe ich immer an den Crafting Table, Leute? Warum? Dann einmal hier Essen. Huh? Habt ihr die Sounds gehört? Okay, das sollte jetzt aber auch, denke ich, langsam genügen. Wobei, wir lassen noch einmal alles durchbraten und dann passt das auf jeden Fall. Okay, Freunde, es geht jetzt in die Mine, dort, wo es auf jeden Fall sehr spannend wird. Und 8x8 Texture Pack ist gerade drin. Das ist aber noch gar nichts von dem, was wir heute sehen werden. So, Kuhfleisch ist jetzt hier auch durch. Und Freunde, jetzt kommt es auf jeden Fall zum interessanten Teil. Denn in die Mine gehen, das ist natürlich immer eine Aufgabe, die nicht ungefährlich ist. Gerade weil dort Monster sind, die uns auch gut und gerne mal angreifen wollen. Also ich baue mich jetzt auf jeden Fall nicht einfach so sinnlos nach unten. Das mache ich definitiv nicht. Aber wir suchen am besten, würde ich sagen, eine andere Mine, würde ich sagen. Und... Och, ja! Wie konnte ich denn jetzt schon wieder Schaden bekommen? Okay, Leute, kein Problem. Wir sehen, was sich jetzt verändert hat, ist nämlich, wir haben einfach mal wackelnde Blätter am Start. Wir sehen hier, schön bewegen sich auf jeden Fall die Blätter. Das Ganze sieht also noch mal ein bisschen realistischer aus, ein bisschen natürlicher aus, ein bisschen lebendiger aus. Und wir müssen auf jeden Fall noch mal zusehen, dass wir Wasser finden, weil Wasser soll sich anscheinend auch verändert haben. Habe ich jetzt noch nicht gesehen und ich bin auch gespannt, wie Wasser jetzt aussehen wird. Aber irgendwie ist hier kein Wasser. Oh, schaut euch mal an, wie schön das Wasser ist. Boah, also ich muss sagen, ist ja eigentlich schon fast zu schön, um in die Mine reinzugehen, wenn ich mir das hier so anschaue. Aber es wird natürlich noch heftiger. Deswegen müsst ihr auf jeden Fall dranbleiben, Freunde. Und ich würde sagen, das ist doch schon mal ein sehr schöner Anlass, um eine Mine zu finden. Denn ich weiß ganz genau, ihr alle freut euch da draußen, dass ich Schaden bekomme. Oder ihr wollt es eigentlich. Pat bekommt Schaden. Das denkt sich leider jeder von euch da draußen. Aber ich werde natürlich alles geben, um nicht so schnell Schaden zu bekommen. Okay, aber ich kann euch so viel sagen, ich sollte zusehen, dass ich mir ein Schild mache, weil mit einem Schild bin ich auf jeden Fall in der Lage, Angriffe abzuwehren gegen Monster in der Mine. Leider brauche ich dafür nochmal ein bisschen Eisen. Und ich passe jetzt nochmal ein bisschen auf, dass ich keinen Fallschaden bekomme, weil das habe ich jetzt hier schon oft genug. Das kann nicht wahr sein, dass ich jetzt hier ein paar Mal Fallschaden bekommen habe. So, hier ist ein Schaf, das wollte ich gar nicht... Oh, das ist sehr gut, Leute, das ist sehr, sehr gut. Ich mache mir jetzt hier nochmal ein paar Fackeln. Wir sehen, da vorne sind nämlich... Da ist ein bisschen Eisen am Start. Genau, also das, was wir gesucht haben. So, Eisen ist auf jeden Fall am Start. Packen wir auch dann sofort in den Ofen rein. Weil, wie gesagt, mit Schild in der Hand ist es auf jeden Fall deutlich sicherer. Das ist mir bewusst. Eigentlich brauchen wir auch gar keine Rüstung, weil so eine Rüstung
Wir bekommen zwar weniger Schaden, aber trotzdem wird ja Minecraft realistischer. Also wichtig ist an sich auf jeden Fall erstmal das Schild. Deswegen platziere ich jetzt den Crafting Table, der immer noch super komisch aussieht. Und wir machen uns dann einmal hier dieses schöne Schildchen. Moment, so ging das? So? Ach, lost. Okay. Auf jeden Fall ist jetzt hier ein Schild am Start, Freunde. Und ja, dann... Ja, das restliche Eisen, was machen wir jetzt mit dem restlichen Eisen? Vielleicht eine Eisenspitzhacke, hätte ich gesagt. Das würde noch ganz gut sein, wenn wir sowieso in die Mine reingehen. Komm, oder ein Schwert? Ich mache einfach mal ein Schwert, würde ich sagen. Komm, ein schönes Eisenschwertchen können wir auf jeden Fall auch noch gebrauchen. So, wir sind auf jeden Fall aber jetzt in der Lage, um uns zu wehren. Und ich hoffe, dass wir jetzt hier mal... ein paar Monster oder so finden. Ich höre schon was auf meinem linken Öhrchen. Natürlich nehme ich einmal den Crafting Table mit und ich nehme auch nochmal den Eisen. Ja, wobei, komm, dann machen wir uns zumindest einen Brustpanzer. Wenn wir jetzt sowieso hier schon dieses Eisen durchgeschmolzen haben, sieht ein bisschen besser aus und wir bekommen halt nicht so viele Herzen Schaden. So, dann Brustpanzer ist am Start. Zack, sieht auf jeden Fall super aus. Okay, Freunde, dann geht's jetzt hier weiter. Und wir schauen mal, dass wir jetzt hier in der Mine nicht zu viel Schaden bekommen. Weil das heißt natürlich gleichzeitig, dass wir auch wieder Minecraft realistischer haben. So, und ich höre auf jeden Fall, dass hier... Moment, ich brauche Fackeln. So, dass hier irgendwo ein Zombie sein muss. Ich sehe jetzt hier allerdings... gar kein Zombie. Wo kommen denn diese Zombie-Geräusche? Also ich höre auf jeden Fall Zombie-Sounds. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. So, gucken wir mal hier weiter. Hä? Das verstehe ich nicht. Aber egal, wir sind auf jeden Fall auf einem guten Weg, um Diamanten zu finden. Lol, da ist ein... Ist das ein Enderman? Nee, oder? Das ist ein Skelett! Oh, lol, was waren das denn für Soundeffekte? Okay, Gott sei Dank haben wir aber ein Schild... Holt euch mal die Soundeffekte an! Wenn der Pfeil vorbeizischt, das müsst ihr euch anhören. Boah, das ist ja mal super cool. Boah, dieses Vorbeizischen ist echt praktisch. Leute, das ist ja der Hammer. Boah, ich muss sagen, das Minecraft gefällt mir aktuell total. Also richtig, richtig nice. So, jetzt heißt es aber wieder weiter nach unten gehen in die Mine. Und zusehen, dass wir nicht irgendwie doch von Monstern angegriffen werden. So, hier vor allem heißt es aufpassen beim Runtergehen, weil wir haben hier auf jeden Fall ein bisschen Lava am Start. Und Lava ist natürlich immer so eine Sache für sich. Und ich habe vorne auch... Oh nein, 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 nein. Oh, das war knapp, das war knapp. Ey, ey, Kollege, warte, warte. So, okay, 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 okay. So, Fledermaus ist kein Problem. Die Fledermaus ist kein Problem, aber das Skelett ist ein Problem. So, jetzt hier aufpassen beim Runterbauen. So, Cobblestone nehmen wir nicht. Zack, wir nehmen Andesite. Da haben wir ein bisschen Gold sogar am Start. Brauchen wir aber eigentlich nicht. Wir haben, das sind Smaragde. Wir haben jetzt leider nur eine Steinspitzhacke. Aber ich würde sagen, wir wechseln einmal ganz kurz die Steinspitzhacke aus. Ich gehe nur einmal hier an einem sicheren Ort. So, zack. Okay, hier sollten wir, denke ich mal, sicher sein. Okay, also ich wechsle einmal ganz kurz die Steinspitzhacke aus gegen eine Eisenspitzhacke. Ach, das ist Eisen. Lol, ich dachte einfach, diese Knochen sind Eisen. Das ist anscheinend nicht der Fall. Ich muss nochmal ein bisschen im Ofen durchschmelzen lassen. So, zack. Eisen da, zack. Einmal durchschmelzen lassen. In der Zwischenzeit können wir theoretisch dieses Eisen hier nochmal mitnehmen. Und dann ist es auf jeden Fall schon mal... ein bisschen praktischer. Wir können auch die Kohle mitnehmen. Ich meine, wir brauchen sowieso Kohle für Fackeln. Das passt dann eigentlich. So, da haben wir, wie gesagt, schön Eisen am Start. Kohle auch noch. So, dann nehmen wir das alles mal mit. Was? Mann, von wo kommt der denn? Alter! Oh, Leute, ich bin so am Verzweifeln. Egal, Minecraft wird realistischer. Oh mein Gott, was ist denn jetzt passiert? Ich kann einfach mal meinen eigenen Körper sehen. Lol, wie cool ist das denn? Schaut euch das mal an. Wir können... Ich sehe einfach meinen ganzen Körper hier. Dieses Schwert in der Hand. Das Schild in der linken Hand. Ey, Leute, das ist so nice. Also, Minecraft wird echt immer realistischer. Und wir sehen, auch die Texturen sind realistischer geworden. Allerdings nur... ins Normale. Also die Texturen sehen jetzt so aus, wie quasi wenn wir normales Minecraft spielen. Aber trotzdem sind sie so gesehen von 8x8
Texturen, also Pixeln, auf 16x16, also dieses normale Texture-Pack, besser geworden. Okay, das heißt, Freunde, wir sehen jetzt mal zu, dass wir auf jeden Fall noch ein bisschen, genau, ich wollte mir die Eisenspitzhacke machen. Jetzt kann man ja auch ganz gut was erkennen. Und wir haben hier sogar noch ein bisschen Eisen im Inventar. Ich möchte auf jeden Fall noch Diamanten finden und am besten auch eine Full-Dia-Rüstung haben. So, deswegen, wobei Full-Dia, na, ein paar Diamanten reichen mir auch aus. Das wäre auf jeden Fall schon mal super gut. Aber Leute, schaut euch das mal an, wie cool diese Spitzhacke einfach mal hier so neben dem Körper schwingt. Also ich muss sagen, ich bin auf jeden Fall richtig begeistert davon. Aber von wo habe ich eigentlich diesen Buschblock? Ist das ein Enderman oder so gedroppt? Das macht eigentlich gar keinen Sinn. Man kann doch gar keine Büsche einsammeln. Naja, wie dem auch sei, wir haben jetzt 7 Eisen jeden Moment. Ich werde mir da noch eine schöne Eisenhose machen. So, da haben wir sie, die wunderschöne Eisenhose. Und ich muss sagen, auf den ersten Blick wirkt alles ganz normal. Aber wenn ich jetzt hier so mal schaue, ja, das ist doch schon mal, das ist doch schon mal sehr, sehr nice, muss ich sagen. Okay, also wir gehen jetzt runter und suchen, wie gesagt, weiter nach Diamanten. Ich glaube, das gerade war nicht der allerbeste Weg. Wir finden wahrscheinlich noch ein bisschen was anderes, also in den anderen Höhleneingängen. Deswegen gehe ich jetzt mal hier entlang. Ich sehe jetzt hier wieder nur Eisen. Wir müssten wahrscheinlich noch ein bisschen weiter nach unten gehen. Ich nehme jetzt, wie gesagt, einfach nochmal ein bisschen Eisen mit, aber ich habe leider die Vermutung, dass wir hier in dieser Gasse keine Diamanten mehr finden werden. Leider, leider. Uns runtergraben. Ich trau mich das nicht, Leute. Ich weiß nicht. Nicht, dass ich gleich noch irgendwie runterfall auf eine eklige Art und Weise und dann wieder Schaden bekomme. Und ich weiß ganz genau, ihr alle wartet nur darauf, dass ich Schaden bekomme und dass Minecraft wieder realistischer wird. Aber nichts da. Schaut euch jetzt mal an, wie krank das aussieht, auch wenn ich die Blöcke platziere. Ey, das ist so heftig, Leute. Das ist zu heftig. So. Deswegen bin ich auch gleich... Wo? Oh mein Gott. Ich hätte fast Schaden bekommen. Nein, ich hab doch geblockt. Boah, der bekommt jetzt Schläge, Leute. Ich hab's gar nicht gecheckt, Mann. Oh, Leute. Okay. Lasst Minecraft realistischer werden. Okay, Freunde, was zur Hölle ist hier passiert? Also das sieht ja mal richtig krank aus. Schaut euch mal diese Texturen an. Ey, wenn euch die Texturen gefallen, lasst mal auf jeden Fall einen fetten Daumen nach oben da. Weil ich muss sagen, ich bin gerade wirklich erstaunt darüber, was ich hier sehe. Und schaut euch das mal an. Das hier ist Eisen. Das ragt sogar so richtig cool heraus. Okay, okay, okay. Anscheinend buggen aber so ein bisschen die Eisenblöcke herum. Aber trotzdem, oh mein Gott, oh Fleisch. Das hier ist einfach mal Fleisch. Also so ein bisschen spinnt das hier herum. Aber ich denke mal, im Ganzen kann man die Sachen auf jeden Fall sehr, sehr gut erkennen. Das Ganze hat einmal so einen 3D-Style bekommen, ne? Auch hier, schaut euch das mal an, das ragt alles so cool heraus. So, ich muss jetzt hier irgendwie einen Weg suchen, um wieder herunterzukommen. So, und am besten auch sicher herunterzukommen. Okay, Freunde, okay. Und wir sollten uns auf jeden Fall nochmal neue Fackeln machen. Ey, das ist alles so verwirrend, weil das alles so krass realistisch aussieht. Da muss man wirklich zweimal hinschauen, was man jetzt hier genau hat. Aber kein Problem. Sogar das hier, schaut euch das mal an. Die Fackeln sind so befestigt an der Wand. Oh, auch Mobs sehen ganz anders aus. Diese Fledermäuse. Weg mit dir, du Fledermaus. Okay. So, Fledermaus ist auf jeden Fall gestorben. So, zack, dann... Alter, wie sieht denn die Erde aus? Hier ist sogar so Unkraut und sowas alles drauf. Okay, Freunde, aber jetzt haben wir 30 Eisenerz. Ich würde sagen, wir lassen das Ganze einmal hier durchschmelzen im Ofen. Den Crafting Table packe ich mal daneben. Sieht auch sehr, sehr gut aus. Also super realistisch, meiner Meinung nach. Okay, alles in diesem 3D-Style, Leute. Man kann sogar hier unten reinschauen. Da ist einfach mal so ein Feuer unten im Ofen. Richtig Hammer. So, dann nehmen wir mal die Hälfte von den Eisenerzen und suchen jetzt mal weiter hier nach wunderschönen Diamanten, weil die sind wir nach wie vor noch am Suchen. Aber ich finde hier einfach nichts. Oh, ja, also, wie gesagt, Kohle haben wir wie Sand am Meer gefunden. Ich mache mir jetzt, würde ich sagen, auch erstmal hier schöne Eisenschuhe. Ziehen wir mal an und... Schaut euch das mal an, man hat sogar gesehen, wie ich die Eisenschuhe angezogen habe hier unten. Ey, das ist so nice, ne? Das ist super nice. Okay, also weiter geht's, Freunde. Wir machen uns dann hier diesen wunderschönen Eisenhelm
Und ich will gar nicht wissen, wie das Spiel jetzt an der Oberfläche aussieht. Das muss so cool aussehen, wenn wir gleich wieder an die Oberfläche gehen. Da bin ich auf jeden Fall auch nochmal umso mehr gespannt drauf. Alter, das sind Zombies! Oh mein Gott, Zombies! Haut ab, Alter! Was ist denn mit dem los? Also die Zombies sehen auf jeden Fall echt gruselig aus, muss man ja mal auch gesagt haben. Und hier haben wir Lapis Lazuli. An der Stelle waren wir gerade allerdings schon. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. So, jetzt aufpassen, dass ich da nicht irgendwie gegen die Lava komme, weil das wäre überhaupt nicht gut. So, okay. Lava wurde auf jeden Fall erfolgreich entfernt. Und ich schnapp mir nochmal ganz kurz mein Eisenerz, was wir da liegen haben im Ofen. Und auch die ganzen anderen Sachen. Wir können auch theoretisch die Emeralds mitnehmen. Brauchen wir sehr wahrscheinlich nicht, aber lieber haben, als am Ende zu brauchen. Sagt man ja bekanntlicherweise. So, da haben wir auch dann unseren Ofen. Zack und zack. So, okay, dann ja, haben wir jetzt eigentlich alles so an Werkzeugen. Egal, wir haben jetzt auf jeden Fall mehr als genug Eisen. Das steht fest. Und sogar das Essen sieht, wie gesagt, ultra krass aus. Guck mal, so sieht das aus, wenn wir essen. Das ist so nice. Und da haben wir Diamanten, Leute. Schaut euch das mal an. Da sind wirklich unten Diamanten. Okay, wir gehen auf jeden Fall runter zu den Diamanten. Ich muss jetzt nur eine Möglichkeit suchen, um hier irgendwie sicher runterzukommen. Ohne am besten irgendwie an der war heiß darauf, uns Schaden zuzufügen. Das steht fest. Uiuiui, das war knapp. Das war sehr, sehr knapp. So, okay, dann muss ich jetzt hier irgendwie, wie gesagt, runterkommen. So, da komme ich nicht herunter. So, ich baue mich jetzt einfach mal hier durch. So, zack, zack, zack. So, jetzt aufpassen. Oh Gott. Wir blocken auf jeden Fall. Ey, wir blocken, wir blocken, wir blocken. Wir blocken, wir blocken. Ey, ey, Junge, chill. Chill, 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 chill. Oh Gott. Wir blocken. So, blocken, 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 blocken. Mann, ich hab doch Okay, Leute, weiter geht's. Okay, Minecraft wurde wieder ein Ticken realistischer. Aber was hat sich denn hier getan? Hä? Das ist doch alles ganz normal. Aus! Schaut euch das mal an! Die Blöcke zerfallen einfach in Teile. Das ist der Wahnsinn. Freunde, schaut euch das an. Die Blöcke. Guck mal, wir können die sogar so wegdroppen. Alter, sieht das krass aus. Okay, Minecraft ist auf jeden Fall schon mal wieder ein wenig heftiger geworden. Das können wir auf jeden Fall festhalten, Freunde. Blöcke zerteilen sich einfach mal in so Mini-Blöcke. Also das ist wirklich der Hammer. Oh Gott, kann ich jetzt hier runter? Ich habe richtig Angst, hier reinzuspringen. Ich weiß ja nicht, ob darunter Lava ist oder so. Okay, wir sehen, da sind nochmal Diamanten. Sehr schön, Freunde. Alter, Minecraft ist einfach viel zu krass. Wenn ihr es auch so seht, Leute, Daumen nach oben nicht vergessen. Also ich bin auf jeden Fall jetzt schon gespannt, wie das gleich aussieht, wenn wir einfach mal an der Oberfläche sind. Weil ich glaube, oh mein Gott, schaut euch das an. Alles bricht hier einfach mal zusammen, Freunde. Alles. So, aber jetzt noch in Ruhe einmal die Diamanten mitnehmen. Und bloß aufpassen, dass jetzt unsere Diamanten nicht irgendwie von der Lava weggenommen werden. So, ich baue jetzt hier deswegen alles mal vorsichtshalber zu. So, und dann würde ich sagen, jetzt hier. Ui, okay, aufpassen, aufpassen. Sie sehen, der Diamantblock ist kaputt gegangen. Aber wir haben sonst keine Diamanten mehr hier hinter. Okay, das sieht doch schon mal sehr, sehr gut aus, Freunde. Okay, Kohle. Ja, wir sehen jetzt hier wieder nichts drunter. Ich habe Angst, da reinzuspringen, weil nicht, dass da irgendwie Lava drunter ist und wir das durch diese Mini-Blöcke nicht sehen können. So, zack und zack. So, hier auch nochmal. Was ist dahinter? Alter, was ist das hier? Ist alles so komisch. Oh mein Gott, hier ist alles eingestürzt oder was? Warte mal. Ich baue jetzt mal hier die Wand ab. Oh, das ist wie so ein, guckt euch das mal an, so ein Kreislauf. Alles wird automatisch abgebaut. Oh mein Gott. Alter, was geht denn hier ab? Oh, WTF, WTF, hier geht alles einfach mal den Bach unter. Junge, das ist heftig, Leute, das ist heftig, hier geht wirklich alles kaputt. Aber okay, wir haben jetzt einfach mal 3 Diamanten gefunden. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr nice. Lass uns doch mal schauen, ob wir hier wirklich nicht noch weitere Diamanten in dieser Mine finden. Aber ich sehe jetzt hier gerade keine weiteren Diamanten. Also sieht auf jeden Fall so aus. Ah, Lapis Lazuli haben wir am Start. Das ist aber nicht das, wonach wir suchen. Und hier vorne, lol. Oh nein, da ist ein Skelett. Da ist ein Skelett. Creeper? Hä? Creeper? Ah, oh, dieses Skelett war so... Das Skelett ist einfach mal zerteilt. Wir sehen, das Skelett liegt dort in der Lava. Oh mein Gott. Hilfe, Leute. Und wie sieht's aus mit der Explosion von einem Creeper? Sieht die auch so krass aus? Oh, lol. Auch die Explosion von einem Creeper ist einfach mal der Hammer. Ich werd verrückt, Freunde. Ich werd verrückt. Also,
wir sehen hier auf jeden Fall, wie krass Minecraft einfach mal aussehen kann. Aber wir haben auf jeden Fall hier unten der Mine jetzt einiges gefunden. Ich würde sagen, es wird auf jeden Fall an der Zeit, an die Oberfläche zu gehen. Deshalb so, wo kommt er denn her? Alter, hat er mich erschrocken. Aber es wird, wie gesagt, an der Zeit, einfach mal an die Oberfläche zu gehen. Ich suche jetzt mal den Weg nach oben wieder heraus. Deswegen bauen wir mal nach oben, ja. Und ich bin jetzt hier irgendwo in so einer komischen Gasse gelandet. Aber wir sind eigentlich so gut wie wieder an der Oberfläche. Und so sieht Minecraft einfach mal gerade aus an der Oberfläche. Schaut euch das mal an. Die Blätter wackeln, die Bäume sehen realistisch aus. Ich fühle mich ja schon fast fehl am Platz. Was jetzt hier eigentlich noch fehlt, ist, dass wir auf jeden Fall so einen schönen Shader ins Spiel hereinbekommen. Sogar die Texturen überblenden einfach mal. Schaut euch das mal an. Die sind so von... Das Gras wächst einfach mal auf das Sand herüber. Und... Was passiert denn mit dem Baum? Habt ihr es gesehen? Warte mal, ich muss den Baum mal abbauen. Und... Alter Schwede! Hier, der bricht ja komplett ein, sobald ich einen Block abbaue. Alter! Wir bekommen auch ganz viel Holz. Nee, Holz bekommen wir nur ein. Alter, aber hier geht wirklich alles kaputt, Leute. Okay, wisst ihr was? Ich mache das jetzt nur für euch. Deswegen lasst jetzt nochmal auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Ich werde jetzt extra Schaden bekommen, nur für euch. Weil ich natürlich noch so einen schönen Shader ins Spiel reinbringen möchte. So, aber davor gehe ich jetzt hier nochmal auf den Baum drauf. Und, ja, werde mal zusehen, dass ich mich irgendwie hier nochmal schön positioniere. Am besten hier irgendwie. Okay, Freunde, also, ich bekomme jetzt Schaden. Ich habe jetzt schon Angst. Und, alter Schwede, Minecraft hat jetzt nochmal so einen schönen Schatten bekommen. Oh, das sieht ja mal viel realistischer aus. Wir sehen hier einfach mal diese Sonne, wie sie einschlägt. Und Minecraft sieht einfach mal so nice aus. Hier auch diese wunderschönen Bäume, Freunde. Alles sieht super, super nice aus. Und was passiert? Oh, lol. Alter, der Baum, der ist einfach mal komplett zerfallen. Das ist ja der Wahnsinn. Schaut euch das mal an. Warte mal, ich baue jetzt nochmal hier diesen Baum ab und wir sehen, Alter. Also ich muss sagen, wir haben hier auf jeden Fall einiges aus Minecraft bislang herausgeholt. Ja, mit schönen Schattierungen, mit einem Shader. Und ich würde jetzt gerne hier nochmal so einen schönen Berg abbauen. Und da bin ich natürlich gespannt, wie das jetzt so aussieht, wenn wir diesen Berg abbauen. Und gucken wir mal nach, zack. Passiert hier sehr viel. Okay, okay, hier hat sich jetzt noch nicht so viel getan. Alter, okay, hier bricht einfach mal alles zusammen. Hier bricht wirklich alles zusammen. Also sieht auf jeden Fall sehr krass aus. Ich habe mir einfach mal ein Elektroschockgerät gekauft und ich bekomme jedes Mal einen Elektroschock, wenn ich in Minecraft Schaden bekomme. Dafür muss ich diese Dinge einfach mal an meinen Kopf packen. Leute, es wird der Wahnsinn. Lasst unbedingt einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da, denn... Ja, heute ist mal ein Like, ein Elektroschock. Ey, Leute, übertreibt nicht. Es wird krass. Okay, Leute, ich sehe jetzt hier aus wie eine Mumie. Oh mein Gott, schaut euch das mal an. Hier und da. Oh mein Gott, Leute, ich habe so Angst. Ne, ich habe so Angst. Ich habe das Gerät jetzt hier. Man sieht es, glaube ich, nicht wegen der Helligkeit. Moment. Ah, doch, jetzt sieht man es ein bisschen. Habe ich jetzt hier auch schon angemacht. Habe das Ganze aktiviert. Ich muss nur aufpassen, dass das hier nicht so runterfällt. So. Genau, zack. Okay, Leute. Okay, also ich habe mir einige Challenges ausgedacht. Und zwar, ich bin jetzt gerade noch im Creative-Modus, weil ich diese Wand hier aufgebaut habe. Und zwar sehen wir, die erste Challenge wäre einfach mal, wir müssen eine Fackel besorgen. Wenn wir diese Fackel besorgt haben, packen wir die hier rein. Dann Gunpowder, einen goldenen Apfel und, ja, einmal Quarz. Leute, ja, das ist unsere Challenge. Ich hoffe, das werden wir irgendwie hinbekommen. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein in die Welt und besorgen uns jetzt hier irgendwie eine Fackel. Ich hoffe, das bekommen wir irgendwie relativ zeitnah hin, Freunde. Denn, wie schon eben erwähnt, das Ganze wird hier heute auf jeden Fall nicht ohne. Ich habe jetzt schon ein bisschen Angst vor den Stromschlägen, die ich abbekomme. Das kann auf jeden Fall schmerzhaft werden. Aber gut, Leute, lasst dafür, wie gesagt, einen fetten Daumen nach oben da. Lasst ein Abo da. Vielleicht mache ich dann ja mehrere von solchen Teilen. Und wie gesagt, auf keinen Fall nachmachen, Freunde. Das ist nicht so gut. Lol, und was ist das denn? Wir haben einfach mal so ein Schiff gefunden. So viel Eisen. Oh mein Gott, wie geil ist das denn? Alter, das ist so nice. Es ist so nice, Leute. Wir können uns hier sofort schon so eine mega geile Spitzhacke machen. So, also ich mache mir jetzt hier erstmal so eine Spitzhacke, würde ich sagen. So, Leute, let's go. Okay, Spitzhacke ist am Start. Was mache ich jetzt noch, ist die Frage. Eine Axt würde ich noch vorschlagen. Damit können wir uns dann nämlich gegen Monster wehren. Und ich würde sagen, wir machen uns einfach mal
Schuhe und einen Helm. So sind wir auf jeden Fall ganz gut ausgestattet. Leute, und jetzt bin ich einfach mal auch ein bisschen vorsichtig, weil, wie gesagt, jedes Mal, wenn wir Schaden bekommen, dann tut es bei mir weh. Und das will ich natürlich nicht. Besonders, Leute, ich sehe einfach so aus wie so ein Alien, ne? Ich sehe wirklich aus wie so ein Alien. So, Schaden. Das Schweinchen bekommt jetzt hier ein bisschen Schaden, aber ich bekomme noch keinen Schaden. Das ist sehr, sehr gut. Also in Real Life. Denn sobald ich jetzt hier einmal auch Schaden bekomme von irgendwelchen Mobs, denn wir haben hier natürlich auch irgendwelche Mobs in der Mine, Creeper in der Mine, dann wird das Ganze echt brutal. Aber gut, wir schauen mal nach, Leute. Wir schauen mal nach. Oh yeah, okay, wir haben hier nochmal ein bisschen Fleisch bekommen. Sehr, sehr nice, okay. Denn, oh, aufpassen auch gerade an solchen Stellen. Denn, wie gesagt, jedes bisschen Schaden wird auch wehtun in Real Life. Mann, das klebt hier aber auch nicht so gut, muss ich sagen. Okay, Freunde, also dieser Kleber ist echt eine reine Katastrophe. Das hält irgendwie gar nicht, muss ich sagen. Also das ist ein bisschen locker. Dementsprechend müsst ihr da auf jeden Fall Rücksicht nehmen. Ich drücke da auch immer wieder drauf. Leider hilft das nicht so 100%, muss ich wirklich sagen. Okay, Leute. Also, genau. Mission 1 war ja eine Fackel besorgen. Oh Gott, ich dachte schon, ich falle hier runter. Mission 1 war ja eine Fackel besorgen. Das heißt, eigentlich so Kohle finden oder sowas sollte ja gar nicht das größte Problem sein. Okay, also hier Kohle. Oh, ich habe nur ein bisschen Angst vor den Mobs. Hätte ich mir... Sind hier Mobs? Ich denke nicht, oder? Also eigentlich hätte ich mir einfach mal eine... wie nennt man es nochmal? Ein Schild machen müssen, weil dieses Schild kann uns wirklich helfen im Zweifel. Ich habe hier gerade ein bisschen Angst, dass irgendwelche Mobs aus der letzten Ecke herauskommen. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal die Fackel am Start, ohne bislang Schaden bekommen zu haben. Das ist doch schon mal positiv. Zumindest für mich. Ich weiß ganz genau, dass ihr ganzen Schlawiner nur darauf wartet, dass mich irgendwie ein Creeper in die Luft jagt oder sonst was. Aber nein, Freunde, das allererste haben wir schon mal hinbekommen. Das ist doch sehr, sehr geil. Und ich würde sagen, dann bringen wir das Ganze einfach mal hier vorbei. Zack. Packen wir es rein, Leute. Let's go. Und wuhu, bam. Rakete geht in die Luft. Sehr, sehr schön. Okay, ich würde sagen, wir versuchen nochmal ganz kurz hier ein bisschen die Zeit jetzt sinnvoll zu verbringen, ein bisschen Essen auszumachen. So, Fleisch ist auch noch mal am Start. Wir brauchen auf jeden Fall noch mal ein bisschen Essen, was wir braten können. Deswegen würde ich sagen, machen. Nein! Oh. Machen wir das einfach mal. Boah, das ist so ein richtig unangenehmes Ziehen. So ein richtiger Schlag irgendwie. Eher so ein. Boah, ist das unangenehm. Eieieiei. Okay. Gut, Freunde, egal, wir machen uns jetzt ans Essen ran, würde ich sagen. Wir brauchen dafür noch ein bisschen Cobblestone. Also so viel Cobblestone brauchen wir jetzt auch nicht, aber zumindest so ein bisschen was. Okay, das nächste Ziel war was nochmal? Gunpowder, ne? Okay, die Frage ist jetzt, ob wir hier irgendwo in der Mine einen Creeper finden, ne? Das wäre natürlich perfekt, wenn wir jetzt einfach so auf easy einen Creeper finden. Aber muss natürlich nicht sein und ist auch nicht immer ganz einfach, so einen Creeper hier in der Mine aufzutreiben, weil es ja auch ein bisschen random ist, was für Mobs einfach mal in der Mine spawnen. Ich habe gerade schon gedacht, ich höre irgendwelche Mobs. Das war nur Wasser. Also alles gut, Leute. Ihr könnt euch zurücklehnen. Ich weiß, ihr wartet alle nur darauf, dass ich hier Schaden bekomme, aber nichts da. Ich versuche hier auf jeden Fall ein bisschen vorsichtig zu sein, weil ich das eigentlich nicht unbedingt möchte. Es kann auf jeden Fall noch mal ein bisschen ziehen, wenn ich das nächste Mal Schaden bekomme, deswegen. Oh, lecker Fleisch, Leute. Sehr, sehr leckeres Fleisch. Gönne ich mir. So, okay. Gucken wir mal, dass wir irgendwie jetzt noch auf die Schnelle diesen komischen Creeper finden. Das kann doch gar nicht so schwer sein. Leider auch kein Eisen, was wir ganz gut gebrauchen könnten für einen Schild. Aber, wobei, warte mal, was ist hier? Kann ich eigentlich in die zweite Hand nehmen, fällt mir gerade auf, ne? Hier ist auch eine Mine, aber... Ja, okay, hier ist auch... Wobei, geht es hier nach unten? Ich glaube schon, ne? Ich sollte nach unten gehen. Oder... Ah! Ah! Mein Teil ist mir sogar einfach abgeflogen in diesem einen Moment. Alter, es hält einfach gar nicht. Oh mein Gott, Leute. Es hält einfach gar nicht. Es ist eine reine Katastrophe. Ich packe mir das Ding nochmal dran. Also je mehr ich von diesen Dingern halt dran habe, umso mehr tut das Ganze natürlich weh. Es sieht einfach so dumm aus. Es sieht einfach so dumm aus, ne? Und es hält richtig schlecht. Es klebt einfach nicht. Es klebt einfach nicht, Freunde. Deswegen würde ich sagen, beeilen wir uns ein bisschen. So, Creeper. Irgendwo muss ich... Oh, es ist Nacht geworden. Für uns sieht es einfach mal perfekt, Freunde. Deswegen würde ich sagen, wir gehen jetzt mal ganz kurz hier durch.
gucken, ob hier irgendwo ein Creeper ist. Kann ja nicht zu weit entfernt sein. Oh nein, ein Skelett. Eigentlich bräuchte ich auch ein Haus, ne? Egal, ich werde jetzt mal ein bisschen aufpassen. Oh, da ist sogar der Creeper. Let's go, Leute, let's go. Hier platziere ich jetzt mal Fackeln hin. So, zack, hier nochmal so Fackeln. Damit ich das Ganze auch ein bisschen besser zuordne. Nein. Zombie. Oh Gott. Ich dachte schon, der macht mir Schaden. Ich dachte schon, der macht mir jetzt Schaden von hinten. So, okay, komm, gib mir jetzt Gunpowder. Wir machen einen Deal. Du gibst mir jetzt einfach Gunpowder und ich bin glücklich. Habe ich Gunpowder bekommen? Nein! Oh Mann, das fliegt schon wieder ab, Leute. Das hält einfach nicht. Ich behalte jetzt einfach nur diese zwei Dinger dran. Wobei, ich klemme mir das einfach mal jetzt hier so provisorisch. Was ist denn das? Ich klemme mir das jetzt einfach mal so provisorisch hier hin. Ich hätte das hier so ein bisschen besser. Ich weiß es nicht. Ja. Ich glaube, es hält hier nicht so gut, aber egal. Mache ich einfach mal jetzt hier so hin und dann sollte das passen. Genau, Gunpowder war immer noch unsere Mission, ne? Gunpowder muss ich irgendwo von einem Creeper bekommen. Fackel. Nein, bitte nicht! Bitte nicht! Bitte nicht! Bitte nicht, Alter! Dieser Pfeil ist einfach so an mir vorbeigerast. Junge, ich dachte einfach, ich habe ein... Es fliegt schon wieder ab. Ich dachte einfach, ich habe schon mein Leben an mir vorbeiziehen sehen. Da hinten, oder? Da hinten. Ja! Creeper! Let's go! Come on, Creeper. Come on. Bitte, komm. Gib mir Gunpowder. Oh, komm. Ah, sehr schön. Die explodiert. Da war kein Gunpowder, ne? Da war, glaube ich, echt kein Gunpowder. Und... Oh Gott. Okay. Jetzt haben wir Gunpowder, Leute. Let's go. Das heißt, die nächste Anlaufstelle wäre sowieso, wir müssen uns einen goldenen Apfel besorgen. Und das hier soll mal hier lieber ein bisschen halten. So, sehr schön. Wir müssen uns jetzt hier einen goldenen Apfel besorgen. Genau, zack, das kommt jetzt hier rein. Rakete wird in die Luft gejagt. Zack. Okay, Leute, sehr schön. Das heißt, goldener Apfel, wir gehen wieder in die Mine herein und sehen jetzt einfach mal zu, dass wir irgendwo, ja, Gold herbekommen. Denn Apfel ist ja an sich gar nicht so schwierig, würde ich einfach mal behaupten. Alter, wie viele Mobs sind jetzt schon wieder hinter mir her? Das ist doch nicht normal. Nein, das nicht, das hat sich verabschiedet. Also ich versuche das hier so gut dran zu kleben wie möglich, wirklich, Freunde. Aber es hält einfach katastrophal. Dieser Kleber von diesen Pads ist halt einfach leider nicht so gut. Aber gut, dementsprechend seid mir da nicht böse, falls sich das Ganze hier das ein oder andere Mal löst. Ich mache das wirklich nicht mit Absicht. So, egal. Wir haben ja noch eine Mission vor Augen und zwar einen Goldapfel bekommen. So, das kann ich jetzt hier eigentlich auch mitnehmen. Ein bisschen Fleisch. Eine Waffe habe ich. Ich sollte mir... Ja, bei Möglichkeit soll ich mir auf jeden Fall versuchen, irgendwie diesen goldenen Apfel zu craften. So, zack. Hier geht es dann einfach mal runter. Oh! Oh mein Gott, ich dachte schon wieder, ich bekomme Schaden. WTF, Leute, WTF. So, ab geht's hier nach unten. Gucken wir mal nach, wo wir Gold finden. Also die Mine scheint jetzt nicht die kleinste zu sein auf dem ersten Eindruck her, aber... Ich sehe jetzt hier auch keine Möglichkeit, irgendwie Gold zu finden. Ja, hier drehen wir uns leider im Kreis. Hier scheint es... Oh, lol. Okay, Eisen haben wir. Auch nicht schlecht. Das heißt, ich würde sagen, Leute, ich platziere jetzt hier nochmal ganz schnell den Ofen und mache mir auf jeden Fall ein Schild. Weil so kann ich auf jeden Fall sicher gehen, dass ich nicht von allen Monstern zerfetzt werde. Ah, das war Kupfer. Lol. Hä? Habe ich Kupfer eingesammelt? Ah, nee, Eisen, lol. Ich war einfach nur blind, okay. So kann ich sicher gehen, dass ich mir zumindest ein Schild machen kann. Deswegen einmal Crafting Table platzieren. So, zack. War das richtig so? Ja, ein Schild haben wir uns. Packen wir jetzt einfach mal in die zweite Hand. In die erste Hand packen wir jetzt einfach mal eine Fackel hin, würde ich sagen. Wobei, wir haben gar keine Fackel. So, machen wir jetzt Folgendes. Wir haben jetzt hier nochmal ein bisschen Kohle. Das nutzen wir jetzt einfach mal dafür, dass wir uns ein paar Fackeln machen, genau. Das kommt jetzt hier in die zweite Hand, das kommt in die erste Hand, ganz genau. So, ich kann mich jetzt zwar nicht wehren, das ist mir durchaus bewusst, aber ist ja auch nicht so schlimm. Es geht jetzt erstmal darum, möglichst durch... Oh nein. Oh, abgewehrt, alles gut. So, abgewehrt, Kollege, abgewehrt, nicht mit mir. So, ich muss jetzt irgendwie den Kollegen hier holen. So, zack, ich kann jetzt hier blocken und schlagen. Das sollte kein Problem sein, so. Oh Gott, nein. Oh, weg mit dir, Skelett. So, ja, easy. Ah, wir haben das Skelett bekommen, sehr gut, Leute. Wie ihr wahrscheinlich alle schon gehofft habt, bitte lass dich treffen. Nein, Leute, nein.
Macht kein Auge. Macht kein Auge. Das ist auf jeden Fall nicht cool von euch, wenn ihr Auge macht. So, das machen wir jetzt mal so herum. Okay. Sollte soweit passen. Ofen nehme ich auch nochmal mit, würde ich sagen. Dann können wir eigentlich auch schon wieder suchen, nach einer anderen Stelle hier von Gold suchen, würde ich sagen. Nein! Ah! Junge, nein! Nein, nein! Oh. Junge, was war das denn für ein Schlag? Habe ich die Stufe umgestellt oder was? Alter. Junge. Ich glaube, das haben meine Nachbarn gehört, obwohl die alle Fenster zu haben. WTF. Alter Schwede, alter Schwede. Das ist so ein richtig unangenehmes Zischen. Ich weiß auch gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber es ist super unangenehm. Junge, Junge, Junge. Okay, egal, weiter geht's. Aber eins muss man der Höhle wirklich lassen. Die ist echt nice. Also wir haben hier echt eine super große Höhle vor allem erwischt. Eigentlich brauche ich gar kein Eisen, ne? Ich lasse es einfach jetzt mal wegkommen. Ist egal. Ja, let's go. Wir haben Gold gefunden, Freunde. Wir haben Gold gefunden. Sehr, sehr schön. Okay. Sehr gut. Das ist aber immer noch nicht genug, weil wir brauchen ja so um die 8 Gold mindestens. Und das ist... Ah, let's go, Leute. Sehr schön. Sehr schön. Und wir haben jetzt gerade mal so... Ja, jetzt haben wir... Oh, wir haben 7. 8. No. Oh, sogar... Oh, wie viel ist denn das? Oh mein Gott. 11. Let's go. Okay, Freunde. Das heißt, ich gehe jetzt mal hier an die Oberfläche, würde ich sagen. Und dann schauen wir mal, dass wir auf jeden Fall... Wo kam ich denn jetzt? Von oben? Dann schauen wir mal, dass wir auf jeden Fall jetzt noch einen Apfel hier irgendwie finden. So. Weil der Apfel, den haben wir natürlich immer noch nicht. Das ist das Problem an der Sache. Gold, aber ich sag mal so, so einen Apfel zu bekommen, das sollte deutlich schneller gehen, als jetzt ein bisschen Gold zu finden in der Mine. Schätze ich einfach mal, wenn man den ein oder anderen Baum hier abbaut, das sollte auf jeden Fall fit gehen. Und ich glaube, aus der Richtung bin ich gerade nicht gekommen. Hab ich sowas jetzt verdient? Egal, Leute. Gucken wir mal, dass wir jetzt hier irgendwie schnell einen Apfel bekommen. Das kann eigentlich nicht so schwierig sein. Ich muss halt nur ein bisschen aufpassen, weil ich gesehen habe, da sind noch ein paar Monster um uns drumherum. Und das wäre nicht so gut, wenn ich von den Monstern getroffen werde. Oder geschlagen werde, oder wie man es nennen möchte. Ey, ey, Kollege, Kollege, nix da, nichts da, nichts da, nichts da, nichts da. Du gibst mir nicht noch einen Tritt in die Fresse. Darauf habe ich jetzt gar keinen Bock. Oh, da höre ich noch was. Da höre ich noch was. Ein Stick und so bekommen wir. Das ist ja hier kein Problem. Aber nicht das, was wir gerade brauchen. Ey, ich muss ganz ehrlich sein. Ich wusste nicht mal, dass man Samen herausbekommen kann aus Blättern. Seit wann ist das so? Also hier einfach so Seeds. Hä? Voll komisch. Habe ich gar nicht mitbekommen, dass das irgendwann mal hinzugefügt wurde. Ah! Nein! Nein! Oh mein Gott. Ich hatte schon Angst. Ich hatte schon Angst. Ich hatte schon Angst. Ich hab schon wieder einen Schock in meiner Fresse gesehen. Komm, 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 komm. Weg mit dir. Weg mit dir. Weg mit dir. Komm, 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 komm. Ja? Nichts da, Kollege. Nichts da. Du wagst es nicht, mich anzugreifen. Du wagst es nicht. Ist das schlimm, Leute. Ist das schlimm. Bau uns hier einfach nochmal ein paar Bäume ab, hätte ich gesagt. Vielleicht droppen da nämlich die Bäume gleich aus Zufall einfach mal einen Baum. Ich glaube, so bin ich wesentlich schneller dabei als... Oh Gott. Okay, ich habe keinen Schaden bekommen. Alles gut. So bin ich, glaube ich, wesentlich schneller dabei als auf der anderen Variante. Ist natürlich jetzt ein bisschen nervig, weil wir ausgerechnet Regen haben müssen. Aber sollte, glaube ich, kein Problem sein. Machen wir einfach mal trotzdem so weiter. Okay, Leute, die Taktik ist aufgegangen. Wir sehen hier, ein Apfel ist am Start. Dann haben wir, glaube ich, da vorne auch noch... Jawohl, vorne auch noch einen Apfel. Vielleicht noch ein paar Äpfel. Ich weiß es nicht. Gucken wir mal nach. Aber im Grunde ist es egal. Wir brauchen ja eh nur einen... oh Gott, nein, Spinny. Spinny, sei bitte nett zu mir. Sei bitte nett zu mir. Ich wollte schon sagen. Okay, Leute. Das heißt... Oh, noch eine Spinne. Noch eine Spinne. Oh, ich dachte von der Seite auch noch... Ah, sehr gut, alles easy, alles easy, alles unter Kontrolle, Freunde. So, das heißt jetzt hier ganz schnell einmal den Apfel craften. Nein, das funktioniert nicht, weil ich jetzt ja noch schmelzen muss im Ofen, ganz klar. So, also einmal in den Ofen damit und danach haben wir auch unseren Apfel. Okay, Leute, alles ist durch. Apfel wird also gecraftet, das heißt, wir brauchen eigentlich nur noch ein einziges Item. Aber es wird halt auch brutal, ne? Wir müssen nämlich einfach mal in den Nether... So, zack, einmal hoch damit. Woo! Let's go, Leute. Wir brauchen nämlich Quarz aus dem Nether. Ich meine, wir haben ja schon drei
ja, wir haben Wasser, beziehungsweise, ja, was habe ich für Müll? Wir haben jetzt einfach schon einen Eimer für Wasser, das ist nicht das Problem. Wir brauchen halt nur Lava, das ist ein bisschen das Problem. Leute, es ist so krass, ne? Es ist so krass. Wir haben einfach mal hier ein Ruined Portal am Start. Ich musste ein bisschen da rumlaufen, aber das heißt, wir sollten easy in der Lage sein, irgendwie jetzt uns ein Nether-Portal zu basteln. Ich passe jetzt hier nur auf, dass ich keinen Schaden bekomme drumherum. Das wäre natürlich gar nicht gut. Die Lava müsste ich jetzt halt eigentlich nur irgendwie außenrum wegpacken, damit ich sie in Ruhe verwenden kann für Obsidianblöcke. Aber dann sollte es eigentlich funktionieren, dass wir auch in Nether reinkommen. Deswegen mache ich jetzt hier einfach mal so eine kleine Lavaquelle hin, würde ich sagen. So, hier aufpassen, dass ich da nicht auf diese Platten trete oder mir selbst Schaden zufüge. Hier haben wir Fire Charges drin. Perfekt. Lol, was ist das denn für ein Helm? Fire Protection, aber bringt uns halt gefühlt gar nichts. Egal, einfach mal für einen Flex drauf. So, Freunde, das heißt, ich habe jetzt hier die Lava eigentlich so weit weg und kann jetzt hier einmal rüberspringen. Ich mache es einfach mal so, würde ich sagen. Keine Ahnung, ob das jetzt der beste Weg ist oder nicht. Ich kann es euch ehrlich gesagt nicht sagen. Aber das hier baue ich jetzt einfach mal ab, würde ich sagen. Habe mich jetzt für eine andere Variante entschieden. Und zwar gieße ich mir jetzt einfach mein eigenes Portal, hätte ich gesagt. So, jetzt muss ich hier nur aufpassen. Komme ich da hoch? Ja, ich komme da hoch. Ah! Leute, das ist nicht lustig. Wirklich, ich will einfach nur noch aufhören damit. Ich will einfach nur noch aufhören damit, ehrlich. Ey, egal. Wir ziehen das jetzt durch, Freunde. Wir ziehen das jetzt durch, Freunde. Ist egal. Kostet, was es wolle. Ich muss aufpassen. Oh Gott, warum lerne ich auch nicht aus diesen Fehlern? Wenn ich einmal schon Schaden bekomme, dass ich das noch ein zweites Mal so dumm mache. Okay, jetzt hier drunter aufpassen. So. Ich muss sagen, irgendwie habe ich den Eindruck, dass es irgendwie nur schlimmer wird, je öfter man das macht. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, aber irgendwie, je öfter man so einen Puls bekommt, umso schlimmer wird es. Das ist zumindest so mein Eindruck, den ich hier habe. So, egal, Freunde. Wir machen das jetzt ganz clean. Ich hoffe, nur die Lava reicht. Ich habe jetzt gar nicht nachgezählt. Fällt mir so einem Nachhinein. Das wäre jetzt natürlich eine Katastrophe, wenn es nicht reichen würde. Und es sieht gerade echt gar nicht gut aus, Freunde. Es sieht echt gar nicht gut aus. Ich glaube, das reicht wirklich nicht. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Aber normalerweise müsste doch hier drunter auch was sein. Kann das nicht sein? Oh nein. Nein, 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 nein. Bitte nicht. Bitte nicht. Nein. Nein, warum, 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 warum? Ah! Ah! Ich dachte eigentlich, darunter ist nur Lava. Alter, warum habe ich diesen Magma-Block übersehen? Ich dulli, Mann, ich dulli. Freunde, ich habe jetzt da hinten nochmal eine Lavaquelle gefunden, habe jetzt ein paar Mal hier rüberlaufen müssen, aber es sollte jetzt eigentlich ausreichen, wenn ich mich nicht komplett verrechnet habe. So, gucken wir mal ganz kurz nach. Zack. Und zack. Und das sollte eigentlich passen. Sehr gut, Leute. Sehr gut. Ich will einfach nur diesen Quarz und dann hier endlich mir die Dinger abmachen. Boah, ich habe schon jetzt Angst vom Nether. Bitte lass mich da nichts passieren. Okay, das Wasser muss ich auch wegmachen. Tut mir leid, dass ich jetzt so emotionslos bin, Leute, aber es hat gerade echt, also gerade war schon echt grenzwertig, muss ich sagen. Es hat schon, ja, gut weh getan, aber egal. Nein, Creeper, nein, 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 nein. Okay, Gott sei Dank, Leute. Okay, 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 alles easy. So, wo, ah, Gott sei Dank. Immerhin wird uns das sehr schnell gekönnt. Ganz schnell Quarz. Hab jetzt nur ein bisschen Angst, wenn ich durch das Portal gehe, dass mich dann der Creeper sofort angreift. Wo kommt denn die Lava auf einmal? Ey, nee, das hat zu sehr weh getan. Ey, sorry, das hat zu sehr weh getan, wirklich. Oh mein Gott. Wer konnte auch damit rechnen, dass hier einfach mal so random Lava fließt? Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott, oh mein Gott. Das ist hier nochmal an die Seite dran, aber es reicht langsam. Es ist halt auch nicht mehr lustig. Es ist halt echt nicht mehr lustig. Egal, Leute, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Rein damit, bumm und endlich. Oh mein Gott. Leute, zweiten Teil haben wollt, lasst ein Like da. Da muss schon echt der Like-Button explodieren, weil das hat echt wehgetan. Also Leute, Like und Abo nicht vergessen.
Wir sehen uns beim nächsten Video. Haut da rein und ciao.